Rosy Rosies, herzlich willkommen zum Freitag. Auf jeden Fall geht es heute um Was soll ich noch dazu sagen? Die anderen haben ja schon wirklich ziemlich viel gesagt, muss ich sagen. Aber ich sage einfach mal das, was ich dazu sagen kann und was mir dazu noch einfällt. Und ich habe mir da sogar ein paar Notizen gemacht. Stellt euch mal vor. Achso, ja genau. Die Frage, die Jana und Mine gestellt haben, was man machen würde, wenn da so ein Typ ankommt und sagt so, na Baby, ich glaube, ich weiß, warum du auf Frauen stehst. Hast noch nie richtig Sex gehabt mit einem Mann, ne? Oh. Ja, was ich da machen würde, lachen. Lachen ist das Entwaffnendste, was es gibt. Einfach. Und dann geht. Damit hat sich das Thema Sex. Ich habe mich für dieses Thema mal sehr interessiert, wo ich noch nie Sex mit einer Frau hatte. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, aber ich glaube sogar, dass es öfters so ist, weil, naja, man hat ja noch nicht das in Aussicht oder so und man möchte sich eben halt informieren und man hat irgendwie auch ein bisschen Angst davor, dass man auch alles richtig macht und so und naja, der Mensch ist doch immer so, zum Beispiel wenn man eine Reise vorhat, irgendwie nach, weiß auch nicht, nach Indien oder sowas, dann informieren sich die meisten Leute auch darüber, wie die Leute da sind, worauf man aufpassen muss und so. Und schlussendlich, wenn sie dann selber in Indien sind, ist dann trotzdem manchmal alles ganz anders. Naja, auf jeden Fall bringt die Erfahrung eigentlich einem noch um einiges mehr. Und ich würde mal sagen, auf Reisen kann man sich schon einigermaßen vorbereiten, aber auf Sex nicht unbedingt. Deswegen, ich habe mich immer, also wenn ich mal andere gefragt habe, wie ist denn das so mit einer Frau, dann haben die mir nie wirklich eine Antwort gegeben. Die haben immer gesagt, so ja, ach, Laura, also weißt du, lass es doch einfach auf dich zukommen, da gibt es nicht irgendwelche Regeln. Das passiert einfach und du kannst da gar nichts falsch machen. Und die Antwort hat mich immer so aufgeregt früher, weil ich gedacht habe, so Mann, ich will jetzt das mal wissen und so, und es hat mich auch interessiert und naja, so war da sehr neugierig, aber meistens bekam ich diese Antwort. Und meine Lieben, es tut mir leid, ihr kriegt genau die gleiche Antwort von mir, weil ich, Sex kann man nicht planen, auf Sex kann man sich auch nicht unbedingt vorbereiten. Vielleicht kann man sich auf Verhütung vorbereiten und so, aber auf Sex kann man sich nicht wirklich vorbereiten, weil man weiß ja nicht mit wem, oder vielleicht weiß man das schon, aber man weiß nicht, wie der oder diejenige im Bett ist. Und Küssen ist zum Beispiel auch was, also das ergibt sich einfach, also man kann schon lernen zu küssen, aber schlussendlich, glaube ich, spielt ist es am wichtigsten, dass einfach eine Menge Gefühl dabei ist. Und wenn die Leidenschaft da ist und so, dann müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Das wird super, ich sag's euch. Dann hat Sarah noch ein paar Tipps gegeben, so Internetseiten und so, wo ihr mal drauf gucken könnt. Ich habe nur ein Buch, was ich ja, mir mal geholt habe, aus Neugier. Und zwar ist das von Manuela Kai, die kennt ihr vielleicht. Das ist die Redaktionsleiterin der LMAC. Oder LMAC, habe ich auch schon öfters gehört jetzt. Und ja, die hat sich da diesem Thema sowieso verschrieben. Oder ja, sie macht sehr viel über dieses Thema einfach. Und ja, die hat ein Buch geschrieben, zusammen mit, Moment, ich hatte mir das eigentlich, jetzt ist das weg, blöd. Also auf jeden Fall, sie heißt eben Manuela Kai, das Buch heißt Besser kommen, haha, ja. Und ja, ist im Queer Verlag, ist das rausgekommen. Muss man mal gucken, kann man auch bei Amazon bestellen, also ist nicht so schwierig zu kriegen. Und da stehen so einige Praktiken drin, wie man eben noch besser kommt, nicht? Ja, aber ja, probiert es doch einfach aus. Und ich sag's euch, wenn ihr auf das erste Mal hinfiebert oder euch das wünscht,
Es kommt, es kommt. Und jetzt habe ich keine Outtakes, obwohl das kann man eigentlich auch als Outtake sehen. Ich habe Brot gebacken. Viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal. Und noch was. Ich muss doch eine Frage stellen, Mann, ey. Schreib doch mal ein paar Plätzchenrezepte drunter oder einfach den Namen von den Plätzchen, die ihr liebsten mögt. Ich werde auf jeden Fall ein paar Plätzchenrezepte von euch ausprobieren und werde die dann auch vor der Kamera präsentieren. Heute gibt es Fondue, ein Schweizer Gericht. Und jetzt haltet euch fest. Ich mache sogar das Brot selber. So, meine Lieben, es geht weiter. Und zwar guckt euch das mal an hier. Kann man das sehen? Hier. Wow. Der ist aufgegangen. Nochmal die Aggression rauslassen. Au! Ja. Schön durchschneiden. Oh mein Gott, auf geht's. Ein Süß. Vorbei, schnell. So, und das Ding in zwei Hälften. Na komm. So. Einmal. So. Haben wir einmal. Da wollen wir ellipsenförmig kneten. So. Besser geht's eigentlich gar nicht. Jetzt streue ich da noch ein bisschen Mehl drüber. Da. So, okay. Zwei Brotleiber kommen jetzt in den Ofen. Und jetzt kommt. Scheiße. Jetzt kommt es in den Ofen. Zack. So, und jetzt 45 Minuten warten. Ach, schön. Das sollte man viel öfter machen. Ich muss meine Haare auf den Tisch machen. Warte mal. Hallo, sieht man mich jetzt hier? Wollt ihr mal das Brot angucken? Ganz toll geworden. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Sehen. Hier, das ist mein Gott. Das ist das Resultat dieses wunderbaren Nachmittags. Bis dann. Tschüss. Yeah.